Ja, ihr seht, dass ihr nichts seht, weil die Bude ist wieder aufgebaut. Wir rennen einmal kurz raus, damit man sie von außen sieht. Ich habe jetzt hier unten, habe ich auch ein bisschen verkleidet, weil ich das einfach ein bisschen schöner finde, statt die Balken so sichtbar zu lassen. Und habe dann hier auch so noch Stämme dran gesetzt. Und ja, welcome to the home. Lagerfeuer haben wir. Wir haben zwei Schlafplätze, damit wir schlafen können. Das hier kennt ihr normalerweise noch. Ne? Hier hatten wir ja die 5 Kisten da stehen. Die sind auch wieder da. Das Trockengestell. Dürrgestell, was ich schon nennen, ist es ja im Endeffekt ja auch. Ah, ja, wäre eigentlich beides das Richtige. Du musst direkt mal hier oben gucken, komm, die halbe Hütte liegt ja schon wieder in Schutt und Asche gefühlt hier. Ja, ich weiß. Also seitdem sie hier oben in der rechten Ecke, da sieht man, kann man das irgendwie, also in dem Bereich hier, ne? Da sind ja so diese Dinger, das sind die neue Sturmdinger, die sie seit dieser Woche irgendwie dabei haben. Das kam. Ja, Wettervorhersage nennt sich das auch. Ich danke dir. Manchmal hatte ich Probleme mit der richtigen Sprache, Wörter finden und so, ne? Manchmal. Daily. Daily Life hier. Es wäre doch viel cooler, man würde eine Sprache erfinden, wo einfach ein bisschen von jeder Sprache drin wäre. Das wäre viel einfacher. Da könnte ich einfach 4 Sprachen durcheinander murksen und hundertprozentig, dann würde hundertprozentig der richtige Kauderwelsch dabei rauskommen. So, ne? So, for free, such daraus, was du willst. Wäre doch cool. Oh, Minge so. Bauhammer schon wieder kaputt. Ich muss den gerade kurz reparieren gehen. Ja, ich repariere hier mal eine Runde. Die ist repariert. Aber ja, wie gesagt, das ist unsere kleine Bude. Ich habe hier so eine kleine Wand reingezogen. Sarah hat schon ein paar Fackeln gesetzt. 2. Aber diesmal ein bisschen weiter weg, ne? Hat sie gut gemacht. Bisschen sehr viel weiter weg, ja. Und was mit der Wettervorhersage ist halt so mittlerweile, dass verschiedene. Ja, jetzt kommt schon wieder Sturm. Also ich finde, es kommt viel zu viel. Und die Bude kriegt viel zu viel Schaden. Also. Ey, die Bude kriegt jetzt richtig viel Schaden. Auf jeden Fall. Ja, das ist also richtig heftig geworden. Deswegen müssen wir schon gucken, dass wir auch zügig auf Stein hochleveln. Richtig, richtig. Namenrote Zora. Ja, genau. Das ist ein bisschen das Problem, was wir gerade haben. Die Bude ist aber sonst sehr cool. Von der Größe gefällt es mir gerade auch schon. Ich weiß nicht mehr genau, wo die Kiste mit Holz war. Aber wir waren noch ein bisschen farmen. Ne? Ist ja, wie ich gesagt habe. Ist ja klar. So, haben wir Leder drin. Hier nicht. Ich glaube, hier hinten liegt Holz drin. Ne? Ja, eins höher. Ja, kann ja nur noch die sein, wenn es die letzte ist. Ne? So, einmal kurz Reparation. Die hier können wir mit Stein reparieren. Und dann müssen wir hier drin haben. Noch ein bisschen der kleine Stein und so. Haben wir da. Sind schön. Super. Okay. Für den Rest stehen wir hier rum. Man hat es ja schon gesehen. Ich habe 17 Skillpunkte. Und ich habe nur, was ich auch gesagt hatte, hier ein bisschen geskillt. Weil es einfach vom Ressourcenabbau schneller geht, wenn ich die Skillpunkte setze. Und hier habe ich auch noch ein bisschen was geskillt. Weil ich gerne wieder mit der Jagd weitermachen würde, für dass ich die Tiere sehen kann. Wenn die hier... Ja. Hattet ihr schon Ferien gehabt? Ja, hatten wir. Wir sind doch schon seit 2 Wochen wieder am Arbeiten. Und seit letzter Woche streamen wir wieder. Und wie gesagt, habe hier noch ein bisschen mehr Schnaps, die ich mich halt ein bisschen mehr Ausdauer habe. Hier, ja, ne, und sowas, ne. Da haben wir hier so ein bisschen was. Solo-Talente habe ich auch schon ein bisschen gesetzt. Hier ist auch wieder, ne, erhöht Ertrag durch gefällte Bäume. Ist halt sehr praktisch, weil dadurch kriegen wir immer mehr Holz raus. Und die habe ich noch vom letzten Mal fertig geskillt. Was ich aber nicht gemacht habe, ist hier drin geskillt. Weil das ist ja das Wichtigste für uns, ne. Da müssen wir mit Sarah wieder absprechen, bevor sie skillt. Weil sie hat auch noch ein bisschen was, aber ich glaube, sie hat erst Level 8, oder? Ich bin jetzt Level 8, genau, und habe da auch erst knapp das erste Drittel vom Balken voll. Also ich brauche noch ein bisschen bis Level 10, aber wenn wir ein bisschen jagen gehen und so und erkunden, dann werde ich da, glaube ich, doch relativ zügig auch aufschließen. Genau. So, und ich bin ja schon Level 10, somit haben wir Rang 2 freigeschaltet. Und wie das Spiel heißt, Rote Zora, hat der Sarah ja schon geschrieben, das heißt Icarus. Das ist, also ich finde es mega, ist mega schön, es macht mega Spaß und ist einfach geil. So, wir brauchen erstmal die Werkbank hier. Damit wir alles freischalten können. Ich würde sagen, den Oxidlösemittel, den werden wir uns direkt mal machen. Dann die Sauerstoffflasche. Ich gebe dir auch gleich nochmal, sorry, dass ich so reingerät habe. Die Trinkflasche, ja, deswegen warte kurz. Die Trinkflasche machen wir uns direkt. Den Regenauffangbecken, den mache ich auch direkt, weil den brauchen wir. Da können wir nämlich im Außenbereich sammelt der, sobald es regnet, automatisch Wasser. Das brauchen wir für, dann zum späteren Zeitpunkt für die Felder zum Fressen. Danke. Und die Tiere. Die Tiere. Die kommen auch noch. So. Für den Rest warten wir mal kurz, bis Sarah Level 10 hat, weil sie möchte gern diesmal ein paar Sachen skillen und wir gucken einfach, was wir dann machen. Weil, also den Mörser, es gibt ja so ein paar Sachen, die werden wir auf jeden Fall alle beide machen, wie Mörser beispielsweise.
Ja, die Häutungsbank, die könnte ich aber jetzt noch lernen, oder? Weil das ist ja nur ein Skillpunkt, der für sich selbst steht. So. Wie du magst, gerne. Also wir können halt dann natürlich auch überlegen, dass du ansonsten, weil du jetzt gerade schon schneller bist, deine Punkte jetzt wieder für die ganzen Werkbänke nimmst und ich dann wieder für die Bauelemente, weil die werden wir erst im weiteren Schritt jetzt brauchen. Dann könnte ich uns komplett für Stein halt alles freischalten auf Level 10. Also pass auf, dann mache ich direkt auch noch Futtertrog und den Wassertrog. Gerne. So, dann habe ich die Tiere mal. Soll ich dann noch die Holzanbauflächen nehmen? Wollen wir denn schon anfangen anzubauen? Macht's schon Sinn? Ja, irgendwie schon, ne? Und auch irgendwie nicht. Okay, dann legen wir los, klar. Sobald wir sie haben, haben wir sie, ne? Pass auf, weil ich kann ja mal gucken, ne? Kräuterkundebank? So, boah, ey. Das ist für die Heiltränke und so, ja. Genau. Ist natürlich auch, das ist wieder so ein Ding, das müssen wir auch alle beide machen, ne? An für sich, ja. So, die Textilbank. Ne, die Textilienbank, die sollten wir vielleicht auch schon machen, weil da können wir direkt die Lederrüstung herstellen. Ne? Also wie gesagt, so. Du kannst auch gerne jetzt schon diese Basic-Werkbänke bei dir alle lernen. Und dann gucke ich zum Beispiel, dass ich uns die Rüstungen und die Steinbauelemente freischalte. Weißt du, was ich meine? Weil bis wir das Material dafür haben, habe ich höchstwahrscheinlich auf Level 10 aufgeschlossen. Ja, für die Steinbank, also den Steinmetz, braucht man sogar Level 15. Ja. Also da bin ich schneller da als du. Aber auch das, glaube ich, solltest du auch je nachdem lernen, weil da kannst du auch herstellen. Da können wir besser bauen, weil das ist immer so blöd, wenn der eine herstellt und der andere muss warten. Ne? Das so. Stimmt. Wir sind ja ein bisschen klüger diesmal geworden. Hast du jetzt die Pfeile vor dir auf dem Boden aufgehoben? Nee, ich wusste gar nicht, so ein Pfeile. Ah, scheiße, ja, ich wollte dir das noch gesagt haben. Jetzt sind die tatsächlich despawned. Ist halt ich hatte so. Dir 50 Pfeile gemacht. Das ist dumm gelaufen, ne? Ich habe ja gesagt, warte kurz, weil ich mit den Leuten am Sprechen war. Ja, das war so. Dumm von mir. Ich dachte nicht, dass die so schnell despawnen, die Sachen. Das hatte ich ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Ja, ist egal. So, pass auf. Die sollte man noch lernen. Dann hätte ich gerne das Fladenbrot, weil das finde ich halt mega praktisch. Meine Nase juckt, Leute. Moment. Wer denkt an Daniel? Ja, weil und für den braucht man noch dann die hier, weil wir brauchen das Mehl. Genau. Giftpaste brauchen wir jetzt noch nicht. Wir werden zwar noch vergiftet werden und so, aber ist egal. Den Kompost, da haben wir schon gelernt. Das ist Müll, wirklich. So, den Sattel brauchen wir. Das Bett für die Tiere. Ah, hier ist auch der Lederrucksack für die Tiere, ne? Ja, okay, plus 5 Kilogramm Gewichtskapazität. Aber hier 6 Anzugslots Inventar, das ist halt geil, ne? Aber dann können wir die Tiere nicht reiten. Wäre aber an sich egal, wenn es so follow lässt. Also kommt halt drauf an, wenn man 2 Reittiere hat und noch eins mitnimmt, was halt nur die Lasten trägt, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Ja. Also ihr seht, es ist unfassbar viel hier drin, ne? Das ist gut. Ich habe nur einen Skillpunkt. Ich glaube, den möchte ich mir gerne aber gerade vorübergehend mal aufbewahren. Weil auch das Schild, also das müssen sie unbedingt patchen, weil das lohnt sich nicht. Ich könnte jetzt die Holzschränke machen. Ich weiß aber, Sarah will die machen. Ja. So. Ja, den Steinofen. Für was war der nochmal gedacht? Oh, der ist für Eisen und Co. halt. Ja, die Kochstelle ist auf jeden Fall wichtig. So, pass auf. Sarah hat entschlossen, dass man hier unten die Werkbänke hinstellen. Ne? Da müssen wir so ein bisschen was herstellen. Ja. Was ist mit dem Siebchen hier? Der ist hier, Hellischen? So, pass auf. Wir müssen erstmal diese Werkbank herstellen. So, pass auf. Die ist da. So, dafür brauchen wir Fasern, Holz, Stein und Leder. Ja. Ja, Rote Zora, dieses Spiel ist wirklich... Das ist unfassbar geil. Leder, was heißt gerade? Leder. Das ist schon mal Fell. Leder. Ich hab's vergessen, Leute. Das ist so schlimm. Fasernholz. Das ist kein Holz. Hier, Fasernholz. Mich greift schon wieder so ein Viech an. So ein Komodo-Varan-Dingenskirchen-Gedönse da. Wir haben keinen Stein mehr. Wir müssen einen Stein machen. Das ist gut. Hast du ihn an... Oh, aber guck mal, hier beispielsweise, das ist eine Büffel. Der Büffel, den brauchen wir, aber den müssen wir leider töten, für den Kleinen zu kriegen. Oder können wir den so übernehmen? Nee, der ist noch bei der Büffelmama, das ist halt das Problem. Aber die will ich jetzt nicht gerade so töten. Und wir rennen jetzt gerade ein bisschen weiter weg, für Stein zu farmen. Weil ich möchte gerne, dass diese Klumpen, die hier rumstehen, dass die auch bleiben, ne? So, hier ist noch so ein Angefangener. Den knabbern wir uns noch ein bisschen durch. Und dann sieht jetzt schon...
durch die Skillungen, wir kriegen schon mehr als nur einen Gegenstand raus. Und das finde ich schon sehr, sehr angenehm. Pass auf, ich gebe euch noch ein bisschen mehr auf die Ohren. Dann hört er noch ein bisschen mehr. So. Müssen nur gucken beim Sturm. Also jetzt ist ja mal Ruhe. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Bist du hier wieder hinter den Hügel gegangen oder wohin? Ja, genau. Da hatten wir noch den Großen, ne? So, paar Jaguaren habe ich letztes Mal gekillt. Und den Bär, den haben wir extra stehen lassen. Den sind wir herumgelaufen. Weil wir dachten, wenn wir den angreifen und sowieso dann dran sterben, wäre es ja cool, wenn ihr dabei seid. Deswegen haben wir noch keinen Bär in dieser Welt getilgt. Ja, getilgt. Ist auch okay. Kann man machen. Da. Hä? Ich finde dich nicht. Dreh dich mal um. Noch? Jetzt stopp. Zu weit. Zurück. Dreh zurück. Andere Richtung. Noch weiter? Guck geradeaus. Ach da! Ich habe dich die ganze Zeit gehört und dachte so, hä? Und wir stehen auf der Karte schon fast aufeinander. Ich dachte so, hä? Wo ist er denn? Muss auf die Pfeilchen rennen, ne? So. Ah, die Pfeilchen. Ja, ja. Ja, und für den Rest lassen wir uns heute schön gemütlich gehen, Leute, ne? Wir stressen nicht. Wir spielen gemütlich Icarus. Du wirst da ja, ne? Einfach gemütlich. Ein paar Steine klopfen, einfach die Seelen baumeln lassen und einfach dem Scheiß zuhören, den ich labern, der sowieso keinen Sinn ergibt. Aber das wisst ihr ja, das ist ja ganz normaler Alltag bei mir, ne? So. Und die Sunny, die pennt sowieso schon wieder gleich ein. Das ist aber nicht schlimm. So ist das halt. Das ist doch optimal, hör mal. Ja. Dann habe ich alles richtig gemacht, ne? Ich quatsche, ihr lurkt. Super. Besser können wir es machen. Gemütlich am Lagerfeuer. Dann werden sie wieder passend zu dem nächsten Hausbrand, werden sie wieder wach, wette ich mit dir. Oder wenn wir sterben. Ja, und sagt Sunny nur noch, go, 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 Feuer. Was ist das? Das bist du. Also, können wir sie herstellen? Wir können sie herstellen, das ist super. Weil wenn wir die jetzt haben, können wir auf dieser Werkbank, können wir sehr viele andere Werkbänke herstellen. Und die brauchen wir tatsächlich. Und ja, das sehen wir aber gleich, ne? Werkbank hergestellt, das ist schon mal eine super Sache. Dann nehmen wir uns die mal kurz raus, hier die Ploy. Und die würde ich gerne... Na, ich glaube, ich setze die gerne hier hinten hin. So. Super. Ich finde, die sehen so gut aus, diese Werkbänke, ne? So, boom. Einmal kurz rein. Hier können wir schon Seile herstellen. Dann hätte ich gerne die Häutungsbank hätte ich gerne. Dafür brauchen wir ein bisschen Holz und Leder. Das heißt, wir müssen ein bisschen jagen gehen. Hier brauchen wir Eisenbarren. War schon klar, dass wir die für die Kochstelle brauchen. Das heißt, wir werden ja in diesem Stream im Endeffekt noch eine Dings suchen, eine Höhle. Wir brauchen Schwefel. Da haben wir zwar ein bisschen was, aber den Oxidator, den brauche ich. Hätte ich gerne, ne? Hier den Oxidlösungsmittel, ne? Den brauche ich. Leder. Knochen. Lederknochen. Leder war hier. Haben wir? Nee. Leder ist hier. Und Knochen sind da. So. Dann können wir uns den wenigstens mal herstellen, weil den brauchen wir wirklich sehr, sehr, sehr dringend. Stimmt, auf der Werkbank. So. Bom, 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 bom. Puh. Haben wir. Und dann hätte ich gern zwei Flaschen. Eine für mich, eine für Sarah. Warum? Die auch zwei. Super. Und ich habe den Tisch gar nicht hergestellt, ne? Ich habe auf zwei Max gedrückt, ne? Ja, ja. Sehr schön. Klassiker. Ein Klassiker. Es war mega lustig, ne? Ja, 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 ja. Ich fand's auch lustig. Also wir haben tatsächlich erstmal offline gegen, haben wir noch so darüber gelacht, wie bescheuert das im Endeffekt war, ne? Aber so ist das. Komplett bescheuert. Aber ja, so lehrt einen das Spiel halt Dinge, ne? Achso, davon brauche ich im Endeffekt viel mehr. Ich brauche noch Leder, weil ihr versteht das jetzt gleich. Pass auf, den Oxidator. Jetzt kein Stress hier. Ich muss den vielleicht auch rausnehmen, ne? Da ist er. So, nehmen wir alles raus. So, den setzen wir uns ganz hier vorne hin, wenn man dann reinkommt, dass man dort direkt hier Oxygen kriegt. Es nervt mich nur ein bisschen, dass der so... Wir setzen ihn einfach so, guck. So, und das Coolste daran ist, da ist das Gerät. Ich find, der Gerät. Ne? Mega geil. So, warte, dann ich bring schon mal Oxid. Ne, das sind die falschen Flaschen. Dann müssen die Behälter da rein und hier unten muss dann Oxid rein und ganz... Unten muss Schwefel rein. Ich hatte Oxid. Soll ich dir das schon mal reinlegen? Ja, ne? Ja, ja, klar. Mach du mal. Mega so. Nice. Also, er hat auch zwei Stück mitgenommen. So, pass auf. Jetzt kommt Schwefel rein und dann entsteht Sauerstoff. Dann füllen die sich und wir haben ab sofort nie wieder Probleme mit Sauerstoff. Weil, ihr wisst ja noch, das Oxid wird ja sehr, sehr, sehr schnell aufgebraucht. Aber, sobald wir die Kanüle jetzt hier haben... Die hält mega lange. Wirklich. Und da kann man noch ruhig mal zwei mitnehmen oder so auf Reise. Dann ist gut.
So, super. Die kann ich mal nehmen. Die packen wir jetzt hier oben rein. Schwipp. Hier sind die Wasserflaschen. Ich gehe die mal auffüllen. Da kriegt Sarah direkt auch eine. Yay! Ich gehe es einfach auffüllen jetzt alleine, ne? Ja, ja, finde ich in Ordnung, weil ich konnte gerade sowieso am Fluss schon wieder nicht trinken. Ah. Also da war wieder kein Button für mich verfügbar. Halten, trinken. Ja, super. War gerade bei mir irgendwie nicht. Ja, er trinkt und füllt gleichzeitig die Wasserflaschen auf. Ist das okay. Ist super. Habe ich kein Problem damit. Solange ich nicht vergiftet werde. So, pass auf. Dreh dich mal um. Aufpassen. Du weißt ja, wie das ist, ne? Einmal kurz nicht aufgepasst, ist sie weg, die Flasche. So, jetzt haben wir eine Trinkflasche dabei. Also besser kann es uns gar nicht gehen für diese Woche, ne? Also schön gemütlich, schön angefangen. Jetzt braucht man noch ein bisschen was zu essen. Kriegt erstmal eine Beere reingeballert. Vielleicht haben wir noch ein bisschen was hier auf dem Trockenständer. Ich weiß es nicht. Jupp. Das können wir mal erstmal Stapel teilen. Da kriegt die Sarah noch die Hälfte. Und wir kriegen die Hälfte. Weil unser Live hier unten, der wird jetzt gleich mega nach oben gehen. Dadurch werden wir alles Unterschiedliches essen. So. Oh ne, pass auf. Gibt's auf dem Trockengestell noch ein bisschen was? Ja, ja, ne? Ich hab dir die Hälfte gelassen. Und hier mach ich nochmal einen Stapel Teile und nehme mir nochmal die Hälfte raus. So, jetzt haben wir genug Live da unten. Das sieht schon mega geil aus. Die Kürbisse müssen wir später dann auch vielleicht ein bisschen auf den Grill legen oder so. Aber ich glaube, wir sind gut ausgerüstet. So. Ja, das sieht gut aus. Sarah hat ihre Sauerstoffflasche. Hab ich. Super. Neue kann ich jetzt nicht mehr herstellen, soweit ich weiß. Ne? Da fehlt uns jetzt Leder und Co. Leder ist aber kein Problem. Pass auf. Dann möchte ich aber gerne hier nochmal gucken, was wir noch herstellen können. Also die Kochstelle haben wir jetzt schon rausgefunden, die Textilbank. Holz und Stöcke sollte auch kein Problem sein. Gucken wir mal. Stöcke haben wir hier. Wir bauen jetzt erstmal. Schön gemütlich für den Anfang und Holz, ne? Was? So, dann können wir die herstellen. Und ich gehe mal oben nach dem Dach gucken, ja. Warum will die nicht? Was läuft gerade hier falsch? Ach, du hast nicht mehr genug Fasern. Okay, super. So, kein Problem. Nehmen wir uns wieder raus. Bauen wir die auch noch. Ich danke dir fürs Reparieren. Ja, ja, gerne, gerne. Wir haben keine Fackel mehr. Liegen in der Kiste. Ja, hast du recht. Hatte ich ja extra dafür hergestellt. So, die packen wir wieder auf L. Hallo? Ah, nee, ich muss ja hier. Blödsinn. So, super. Das seht ihr gerade nicht, das ist da hinter mir. Moment, auf der Seite. Da unten, ja. Ist aber nicht schlimm. Ich stehe da leider im Weg, aber ihr wisst ja, ist nicht so ausschlaggebend. Hauptsache, wir sehen wieder was. So, dann haben wir Kräuterbank und Textilbank. Die würde ich gerne, glaube ich, hier hinsetzen. Einmal die Textilbank, die ist relativ groß, wenn ich mich richtig erinnere. So, die dahin. So, sehr geil. Und die Kräuterbank, die ist auch relativ hoch, ne? Nee, ich glaube, ich will die dann hier hinpacken. So ein bisschen am Fenster, so gemütlich, ne? So, hier, wenn du dann ein Kräuterplatt haust, dass du einfach rausgucken kannst, schön gemütlich. Und dann geht das. Natürlich können wir gerade noch nicht wirklich was herstellen, weil wir nichts haben, ne? Ist ja klar. Nicht dadurch, Junge. Oh, guck mal, hier liegt noch. Hast du dein Fleisch nicht genommen? Doch, aber ich hatte vorhin was nachgelegt. Ja, hier können wir Sattel machen, dafür brauchen wir wieder Fell. Und hier können wir das Bett machen, sobald wir Fell haben. Aber das ist schon eine gute Vorbereitung für die Tiere. Das kommt, ne? Wir packen die auch in ein eigenes Gehege, weil da haben wir die Erfahrung gemacht. Wenn man das nicht macht, dann werden die angegriffen und die Idioten können sich zwar verteidigen, haben aber nicht so viel Lust darauf. So, deswegen müssen wir die wegpacken. Und dann hätte ich gern ihn hier noch. Dafür brauchst du noch 8 Leder. Vielleicht haben wir das noch. Jupp, haben wir noch. Weil... dann hört es auch endlich auf, hier aus dem Bach zu... dann hören wir endlich auf, dass wir dauernd aus dem Bach saufen. So machen wir direkt mal 2 Stück, sondern vielmehr können wir dann sauberes Regenwasser trinken, was ich persönlich sehr gut finde, herstellen. Und dann haben wir mal fast alle schon gemacht. Siliziumdioxiderz, haben wir das schon? Oh, guck mal hier, da können wir den Mörser direkt auch noch machen. Da haben wir ihn. Den stellen wir noch her. Den ersten hätten wir. Wir warten, wir warten, wir warten. Der ist fertig. Wir warten, wir warten, wir warten. Ja, vielen Dank. Danke dir. So, das Coolste ist am Mörser tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, ob es dahin funktioniert, weil ich ihn normalerweise in der Küche stehen habe. Den kann man einfach da draufsetzen. Jetzt fragt man sich, irgendwie würde ich mal den Tisch. Keine Ahnung, es funktioniert aber. Das ist der eine und hier ist den anderen. So, mega geil, ne? Hier kann man... organisches Harz, ja.
können wir das herstellen, aber wir brauchen Mehl. Wir brauchen Mehl. Dafür brauchen wir Weizen. Weizen werden wir nicht anbauen, weil das haben wir schon gelernt. Das wächst hier wie Unkraut. Wirklich. So, pass auf. Ich würde sagen, hier an der Seite würde eins gut stehen. Ja. Ja? Oder soll ich gerade schon mal Weizen ein bisschen holen gehen? Ja, kannst du. Weil ich brauche ja die XP sowieso. Genau. Pass auf, den setze ich da hin und den anderen setzen wir hier unten hin. Hier kaputt. Ach, da ist es raus. Das finde ich so geil bei dem Spiel. Seht ihr diese Ecke? Das ist das Stück, was da reingehört. Ich finde das so geil. Das ist einfach so mega gut gemacht, ne? Da gammeln wir das mal weg. Wenn es jetzt die richtige war, guck. Dann natürlich war es die falsche. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Was dann die? Sobald es repariert ist, verschwindet sie. Also was die andere. Ich finde das so cool gemacht, ne? Das ist so genius. So, pass auf. Das setzt man einfach mal hier hin. Wir sagen einfach, hier kommt das Gehege irgendwie hin. Ja, dann muss ich ja auf diese Seite setzen, wenn man das Gehege... Ne, dann machen wir das Gehege dahin. Machen wir so. Ach, ich hatte keine Ahnung, Leute. Stellen einfach mal dahin. Da kann der sich füllen und hier kann man immer dran zapfen, ne? So ist halt praktisch. Hier kannst du auch Trinkflaschen reinlegen, die füllen sich dann automatisch auf. Das werden wir machen. Du kannst auch Treibstoff reinmachen, weil es im Endeffekt nichts anderes als Eis ist. Habe ich aber noch nie gehabt, ne? So. Oh. Ich war jetzt einmal kurz... sorry. Ich werde jetzt einmal kurz Weizen holen. Ich habe 174 Stück geholt, ne? Ja, dann leg die bitte mal in die Kräuter. In den Mörser, ja. Kräuterbank? Ja, in den Mörser. In den Mörser. In den Mörser. Weil dann kann man direkt mal was Vernünftiges draus machen. So, da kann man hier Mehl herstellen. Max, 17 Stück. Boom. Lernen wir heute noch was. Wie erstellt man Brot? Wahnsinn. Oh, schon wieder? Also, dass jetzt so 2, 3 Stürme am Tag kommen, ist aber echt neu, ne? Weil normalerweise war immer morgens der Sturm und dann war auch erstmal ein bisschen Ruhe, weil ja, du kommst ja so echt gar nicht mehr parat, ja, ne? Ja, und in der Nacht war Sturm halt, ne? Ja, aber du willst ja irgendwann auch mal losziehen, was erkunden. Da musst du dich ja die ganze Zeit immer verkriechen. Ja, guck, und hier sieht man, hier braucht man ja auch noch Wasser, aber wir haben ja unsere Flasche. Das wird also gehen. So, sobald der jetzt hier fertig ist, super, dann kann man das hier reinpacken. Dann nehmen wir das. Das ist noch ein bisschen buggy mit dem Wasser, ne? Der wird höchstwahrscheinlich jetzt das nicht herstellen wollen. Ah doch, er macht es, weil das hatten wir schon in der Vergangenheit. Dann hat er die nicht hergestellt, weil er dann glaubt, dass das fehlt. Aber wir legen es jetzt raus. Es scheint trotzdem irgendwie nicht zu gehen. Ja, also wie gesagt, das ist ein bisschen buggy. Ah, jetzt macht er sie. Das funktioniert nicht wirklich. Aber das ist egal. Ist ja nicht so schlimm. So. Weizen. Dann nehmen wir das Brot. Bread hier. Und dann packen wir aber das... Aber schön nom 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 Fladenbrot. Yes, lecker. Dann packen wir das da rein und dann kriegen wir ein leckeres Fladenbrot, Leute. Oh, I love it, I love it. Boah, ey, so frisches Fladenbrot ist halt aber auch echt was Geiles, ne? Ja, das ist wirklich mega geil. So, pass auf, haben wir dann noch ein bisschen was im Inventar? Pass auf, da haben wir noch ein bisschen was. Kann ich die irgendwie rauskicken? Nee, ne? Ich will das jetzt nicht vergammeln, also ne, verkacken hier. Deswegen nimm du dir ruhig die 2 da. Ja, und hier sieht man ja, guck mal, wie wenig der verbraucht, ne? Ist halt, ist schon geil. Das Fladenbrot, oder was? Ja, die 2 kannst du nehmen. Wir gucken nochmal schnell die Bude. Wir warten kurz, bis der Sturm vorbei ist. Und dann ziehen wir los, Leute, ne?